Einen wunderschönen guten Abend. Ja, das wäre es mit den drei Vorträgen rund um den Einstieg von Linux gewesen. Ja, Nextcloud ist tatsächlich auch meiner Ansicht nach eine der besten Clouds, die es sowieso gibt, auch tatsächlich im kommerziellen Umfeld meiner Ansicht nach. Also von daher, die haben da in den letzten Jahren schon einiges nochmal geändert. Und genau, wir sind jetzt hier zu dritt. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen eng gerade zusammengerückt. Wir ändern das nochmal gleich schnell. Aber Alles kein Riss. währenddessen könnt ihr euch ja schon mal vorstellen, wer ihr überhaupt seid. Wir haben keine Reihenfolge abgemacht. Wer fängt jetzt an? Und knobeln? Der fragt, würde ich sagen, oder? Okay, ich. Das ist jetzt fies. Ja, da könnte man sich natürlich jetzt outen. Also, ich bin Hauke Groß-Habermann mit dem jüngsten Kollegen hier in der Runde. Da gibt es jeden Dienstag so einen Livestream zu Linux, Open Source und sonst was. Und ja, ich habe selbst einen Kanal, nicht der Weisheit letzter Schluss für Linux, Open Source, alles Mögliche. Und dann haben wir noch den dritten im Bunde. Den Mittelalten, genau. ich bin Michael Kraft. Ich ja, bin auch dabei. Ich habe sowas wie einen Twitch-Kanal und mache ja, lustige Sachen mit Linux Open Source und spiele auch. Absolut, Jeden absolut. Dienstag. Jeden Fast Dienstag jeden wird Dienstag. gespielt, genau. Und die Konstellation von uns dreien kennt man vermutlich vom Podcast Tuxflash. Stimmt. So sieht das aus. Ja, herzlich willkommen soweit erstmal. Schön, dass ihr mit dabei seid, auch bei den Tux-Tagen 2023. Du, Hauke, hast ja tatsächlich nochmal den einen oder anderen Vortrag in den nächsten Tagen. Nebenbei, das gesamte Vortragsprogramm findet ihr natürlich auf tux-tage.de. Und ihr könnt tatsächlich jetzt schon eure Fragen rund um Linux und Open Source reinstellen. Dazu habe ich euch entweder bei YouTube die Nachricht angepinnt oder bei tux-tage.de. Wenn ihr ganz runter scrollt in der Vortragsinformation. In diesem weißen Fenster findet ihr einen Webseite-Button. Dort einmal draufklicken, dann kommt ihr auch auf ask.linuxguides.de. Dort könnt ihr eure Fragen komplett ohne Anmeldung stellen und wir werden die dann chronologisch nach und nach abarbeiten. Also ask.linuxguides.de können wir das dann gemeinsam machen. Und genau, da werden wir dann gleich alles nach und nach, ich sag mal, beantworten. Genau, ja. Ansonsten hätte ich, glaube ich, sogar auch erstmal nichts als Einleitung. Wir beantworten tatsächlich jede Frage, die reinkommt in Bezug auf den Umstieg auf Linux oder wenn jemand sich noch unsicher ist oder jemand noch Startschwierigkeiten haben sollte oder sowas in der Richtung oder einfach sich nochmal so informieren möchte, dann stehen wir euch heute zur Verfügung auf ask.linuxguides.de. Ich packe auch nochmal den Link schnell in die Chats und dann können wir da auch gleich von mir aus starten. Na? Genau, dafür muss ich bei mir noch ein bisschen umbauen, aber das ist immer so. Und dann können wir da auch direkt gleich losstarten. Habt ihr sonst erstmal was, vielleicht einen allgemeinen Tipp für Einsteiger? Was würdet ihr einem Einsteiger empfehlen, wenn er jetzt gerade, ich sag mal, so vor seinem ersten Linux steht oder sich da vielleicht noch gar nicht so bewusst ist, wie er überhaupt anfangen soll vielleicht? Nimm keine allzu exotische Distribution, die bloß für einen ganz speziellen Zweck, zum Beispiel Gaming, zugeschnitten ist, sondern nimm eher was, was viele Leute benutzen, denn wenn viele Leute das benutzen, dann haben diese Leute höchstwahrscheinlich auch ähnliche Fehler oder ähnliche Probleme wie ihr auch selbst und können euch dann besser helfen. Also sowas wie Linux Mint sollte man benutzen, wenn man sich noch nicht auskennt. Und in Zukunft, wenn man sich denn sicherer fühlt oder meint, naja, das ist mir jetzt zu einfach geworden, dann kann man immer noch was anderes nehmen. Aber für den Einstieg würde ich halt Linux Mint erstmal empfehlen, egal um welchen Zweck, egal wer man denn ist, ob man jetzt Hardcore-Gamer ist oder Kreativer oder einfach bloß irgendjemand, der mal ein paar Mails nachgucken möchte im Internet surfen oder sowas. Absolut, ja. Sehr cool. Nee, meiner Ansicht nach auch sehr, sehr wichtig,
da jetzt nicht unbedingt sich die Frage zu stellen, die beste Linux-Distribution zu finden, welche passt am besten zu mir. Ich bin ehrlich, also natürlich kann man das machen. Ihr könnt natürlich starten, ihr wollt, aber was ich empfehle, ist eigentlich ein klassisches Linux Mint. Es war auch vorhin schon mal die Frage, Zorin OS oder Linux Mint oder so. Ich würde immer noch ein Linux Mint hauptsächlich empfehlen, weil ein Zorin OS natürlich so für den Einstieg erstmal gar nicht so schlecht ist auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick dann lizenztechnisch mit den Fonts und anderen Sachen da einfach ein bisschen hakeliger ist, und ich würde sagen, Linux Mint bietet so das bessere Gesamtpaket, auch wenn Zorin OS ein bisschen, bisschen schöner ist als tatsächlich das Linux Mint. Ich kann euch das auch gleich mal so zeigen. Ich teile mal meinen Bildschirm und ich hoffe, die Technik funktioniert genauso, wie wir uns das Ganze vorstellen. Hier haben wir das Ganze und ich hoffe, ihr seht das Ganze jetzt auch. Ich habe immer so meine Verzögerung, aber das sieht sehr gut aus. So, genau, das sieht tatsächlich ungefähr so aus, so wie in der Mitte, also sieht schon sehr, sehr schick aus. Auf der anderen Seite haben wir ein Linux Mint, das ist tatsächlich, ja, ich sag mal ein bisschen klassischer. Haben wir vielleicht noch einen größeren Screenshot? Ich glaube, wir haben tatsächlich keinen größeren Screenshot, oder? Hier bei About Linux Mint? Naja, da ist die Entstehungsgeschichte, hier haben wir vielleicht einen Desktop. Ja, schaut mal, ja, so sieht es ungefähr aus. Ich denke, habt ihr ja auch schon in den letzten Vorträgen immer mal wieder durchblitzen gesehen. Das ist auch die Distribution, die ich nach wie vor empfehle. Genau, ja. Und ihr könnt eure Fragen hier auf ask.linuxguides.de mit reinpacken. Das hat für uns den Vorteil, dass wir es nicht aus zwei Chats zusammenglauben müssen und dass wir tatsächlich auch keine Frage übersehen, weil ja, bei zwei großen Chats ist das doch manchmal immer ein bisschen viel, sage ich einfach mal, auf dem Anhieb. Und ich würde mal sagen, machen wir das reihum. Jeder liest eine Frage vor und wir schauen einfach mal, wie wir darauf antworten. Von mir aus, wenn du möchtest, Micha, kannst du starten. Mit der ersten Frage. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich sie herfinde. Du kannst hier ablesen auch, ne? Ja. Ich habe ganz viele Tabs offen. Das ist mein Problem. Ja. Wir kennen's. Wenn ich Windows über VirtualBox installiere, kann ich ganz normal auf Windows spielen oder gibt es eine Einschränkung? Leider gibt es auch noch ein Programm, dass ich Darts online WinDart spielen kann, oder soll ich es doch lieber auf? Ist zeichenbegrenzt, oder, das Feld? Ist zeichenbegrenzt auf wahrscheinlich Windows lassen. Ich würde mal einfach mal das Ganze so genau schließen. Ja, spielen unter Linux mit VirtualBox? In einer virtuellen Maschine, ja. Da wird es vermutlich das Problem geben der Grafikleistung. Die Grafikkarte wird ja nicht irgendwie durchgeschleift. Das ist ja schon ein bisschen sehr komplexes Thema. Und diese virtuelle Grafikkarte von VirtualBox bringt natürlich nicht die Leistung, wie es so eine Spiele-Grafikkarte haben sollte. Das ist natürlich schade, ja. Da wird es schwierig. Ich habe jetzt parallel mal geguckt dazu, was dieses WinDart überhaupt ist. Also wenn es wirklich das ist, wo ich den ersten Treffer habe. Gibt es dafür spezielle Hardware für so eine Dartscheibe, sodass man da wohl mit Pfeilen drauf schießt und über USB wird es an dieses Programm gemeldet? Vielleicht ist es das. Und grafisch sieht das jetzt nicht so aufwendig aus. Aber mit diesem Durchschleifen von einem speziellen, worauf basiert denn das? Das sieht so ein bisschen aus wie dieser Raspberry Pi Pico, dass es da so ein spezielles Gerät für gibt, was die Position von Dartpfeilen erkennt. Also was es alles wiederum gibt. Ne? Ob man das da so durchgeschleift kriegt, dass es in der VirtualBox landet. Üblicherweise klappt das, aber ob das in dem Fall jetzt klappt, weiß ich nicht. Also von daher würde ich sagen, prinzipiell müsste das funktionieren. Grafisch ist es jetzt nicht aufwendig. Aber ob dieser spezielle Controller da durchgeleitet werden kann, keine Ahnung. Einfach mal ausprobieren. Ja. Also ich persönlich würde empfehlen, generell, also vor allen Dingen als Einsteiger, das Gaming unter einer virtuellen Maschine, unter Linux, unter Windows sozusagen, nicht zu empfehlen, weil die Grafikleistung doch einfach wirklich sehr eingeschränkt ist. Natürlich kann man mit ein bisschen, ich sag mal,
Know-how auch auf die auf so eine Grafikkarte nochmal zusätzlich durchleiten und so weiter. Das wird technisch aber relativ schnell kompliziert. Von daher würde ich empfehlen, wenn du wirklich großer Gamer bist und verschiedene Spiele nicht auf Linux laufen, die du unbedingt spielen möchtest, dann würde ich dir tatsächlich hauptsächlich empfehlen, auf entweder auf Windows zu gehen oder man schafft auch ganz, ganz viel unter Steam Play, sage ich mal. Das ist, also wenn das Spiel auf Steam gibt, dann kann man ganz, ganz viele Windows-Titel auch unter Linux spielen. Heißt es auch Steam Play? Wir schauen mal, ob wir das finden. Na, Remote Play ist es nicht. Es heißt tatsächlich auch Steam Play. Machen wir mal Steam Proton. Na, das wird es wahrscheinlich sein. Haben wir hier irgendwas Cooles? Da haben wir eine coole Datenbank. Da kann man tatsächlich einsehen, welche Spiele, auch die nicht offiziell für Linux veröffentlicht wurden, unter Linux funktionieren. Das sind doch schon einige. Beispielsweise, mir fällt hier gerade mal der Landwirtschaft. Nee, warte mal, Darts. Darts Win. Ne? Aber ich glaube, das gibt es wahrscheinlich nicht unter Darwin, ne, ist was anderes. Aber angenommen, wir haben jetzt hier verschiedene Projekte, beziehungsweise dein Spiel gibt es auf Steam, dann wirst du hier auch einen Eintrag finden. Und dann siehst du auch ungefähr, wie gut das denn ungefähr läuft. Und da sieht man dann Silber, Platin, Gold, Platin, Platin, Gold, alles, was solche Plaketten hat, die nach irgendwas klingen, dann läuft das tatsächlich auch ziemlich gut. Ich finde jetzt tatsächlich kein Borked oder Broken System. Haben wir aber auch ordentlich, muss man sagen, wenn wir mal hier auf Erkunden, glaube ich, gehen und wir uns die Popular anschauen. Hier beispielsweise kaputt, haben wir hier Rainbow Six Siege. Ne? Das geht beispielsweise nicht. Oder Rust geht auch nur im Singleplayer, meine ich. Deswegen auch nur Bronze und nicht Gold. Ne? Und da sieht man dann tatsächlich die verschiedenen Spiele, die dann auf Linux funktionieren. Da gibt es dann tatsächlich doch schon einige, ne, die funktionieren und nur wenige, die tatsächlich nicht funktionieren in den aktuellen Charts. Das ist tatsächlich ziemlich schön. Aber es funktioniert nicht eben alles und da würde ich dann persönlich empfehlen, dass man dann halt eben noch ein zusätzliches Windows auf dem Rechner hat, was man dann eben nur zum Spielen verwendet. Ne? Genau. Ansonsten gibt es natürlich noch mal andere Sachen, wie beispielsweise Lutris, wenn ihr jetzt ein Spiel habt, was nicht unter Steam gibt. Das wäre jetzt tatsächlich auch meine Anlaufstelle. WinDart heißt das, ne? WinDart, ja. Ja, genau, also wie Pfeil, ne? Gewinnen und Pfeil. So ist das. Und dann WinDart. Ja, also gut. Da wird es dann schwierig. Von daher, ja, also da findet man eigentlich ziemlich viel an Spielen. Das ist jetzt natürlich ein schönes Beispiel, dass es hier halt eben nicht mit drin ist. Aber tatsächlich eigentlich noch mal viel, viel mehr von den Sachen. Und wenn du es so nicht zum Laufen bekommst, wenn du keine große Grafikleistung hast, dann funktioniert das auch ziemlich gut in der virtuellen Maschine, würde ich sagen. Mit der Grafikleistung, 3D und so weiter, dann wird das schwieriger. Genau. Aber generell, ich glaube, haben wir da jetzt genug verloren. Oder hast du noch was? Also ich würde auch vorschlagen, dass wir das ein bisschen kürzer fassen, denn wir haben jetzt schon ein Viertel der Zeit mit einer Frage verbracht und wir haben ja bloß eine Stunde diesmal. Wir können ja nicht nach hinten ausdehnen. Von daher hast du natürlich recht. Lieber ein bisschen schneller. Gut, dann würde ich einfach mal das nächste nehmen. Hallo, wie kann ich am besten eine Sicherung meiner Partition machen, wobei nur der aktuell belegte Platz gesichert werden soll und nicht die ganze Partition? Beispiel, Partition 250 GB groß, aber nur 80 GB belegt. Mit Timeshift oder Laufwerke wird immer die 250 GB als Image gesichert. Vielen Dank. Also prinzipiell fällt mir in der Richtung ein Clonezilla, das ist eine Imaging-Lösung. Aber da wir heute eigentlich eher so den Einsteigerbereich machen wollen, wäre das eher so ein Fall für ein dateibasiertes Backup. Das kann man auch mit Timeshift machen, oder nicht? Eigentlich schon. Ich wollte gerade drauf eingehen, weil Timeshift macht eigentlich nur R-Sync als unterliegende Funktion. Da werden alle Dateien quasi nochmal weggesynkt, die wirklich belegt sind oder in diesem Backup inkludiert sind. Oder die andere Technik wäre dann mit einem Butterfs-Snapshot. Aber das wäre schon zu viel. Und Laufwerke macht wirklich ein komplettes ISO als Backup. Aber Timeshift per se sollte es so machen, wie es eigentlich gefordert ist hier vom Manfred.
Genau, absolut. Wenn du wirklich Backups nur von deinen persönlichen Daten machen würdest, bin ich persönlich nicht so richtig der Fan von Timeshift, weil es eher fürs System gedacht ist. Dann kannst du dir mal Pika-Datensicherung anschauen, Pika-Backup. Damit mache ich persönlich meine Backups für das, genau, für meine persönlichen Daten. Das kann man im FlatHub finden. Das oder ganz einfach tatsächlich in der Anwendungsverwaltung findest du es auch. Das heißt dann Pika-Datensicherung anstattdessen. Das nutze ich persönlich. Habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht vor wenigen Wochen. Eventuell da nochmal reinschauen. Wenn du wirklich nur persönliche Daten machen möchtest, als Image, ist es dann eher das Falsche. Dann würde ich sagen, machen wir weiter, oder? Jo, Hallo, von mir aus gern. ja, genau. Ich habe einen Moment gebraucht. Hallo, ich möchte fürs Erste zum Umsteigen Dual Boot machen. Möchte aber so schnell wie möglich von Windows weg. Ich habe eine NVMe für Windows und für Linux vorbereitet, weil mir das sicherer scheint. Also es ist eine spezielle Festplatte. In Windows ist das Laufwerk C und Linux kann Laufwerk D, wenn ich zum Beispiel Mint oder PopOS installiere. Also das Zeichenlimit killt hier uns ein bisschen. Wenn ihr ja, ich sag mal, eure Frage noch nicht vollendet habt, schickt das erste ab und schreibt darunter direkt die nächste Nachricht. Das ist krass, also wir nutzen es tatsächlich schon relativ häufig, aber genau, hier haben wir nochmal Anonymous. Wie vergrößere ich? Nee, das ist eine andere Frage. Schauen wir mal, ob wir ihn direkt finden nochmal. Nee, haben wir leider nicht. Na, leider nicht, nein. Genau, von daher, ja, tut uns leid, dass wir hier so ein hartes Zeichenlimit hatten. Ich habe das Gefühl, dass es gar nicht so hart war in den letzten Streams. Wir nutzen es ja häufiger, aber vielleicht stellen wir das mal ein bisschen nach oben. Ja, tut mir leid. Von daher eventuell nochmal deine Frage vollständigen, dann können wir da ein bisschen mehr machen. Oder könnt ihr hier schon was rauslesen an der Frage? Nicht wirklich. Also die eigentliche Quintessenz fehlt leider. Ja, okay. Gut, dann ja, genau. Ist das so? Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage. Ich glaube, Micha, du bist wieder dran, oder? Ja, der Lukas hat eine Frage zum Linux-Arbeitsplatz. Wird hier auch eine Open-Source-Groupware-Lösung wie zum Beispiel MakerDAO genutzt oder läuft alles über die Nextcloud? Danke. Also Groupware und also MailCow und Groupware, geht das Hand in Hand? Also ich hätte jetzt erstmal gesagt, dass Groupware eigentlich. Also Ja, MailCow ist so ein ein bisschen. Mail-Server, ne? Ja, aber da ist Sogo als Mail- und Groupware-Lösung mit drin. Ja. Also bezüglich E-Mail technisch ist der Linux-Arbeitsplatz nicht so integriert, dass man sagt, okay, gut, wir haben da jetzt eine eigene MailCow, weil ich mich persönlich, beziehungsweise ja, wie wir uns da noch nicht so richtig rantrauen, dass ich sag mal, also wir können schon Mail-Server aufsetzen, so ist es nicht, aber dass die Mails dann von jedem Mail-Anbieter angenommen werden, von jedem größeren Mail-Server, das ist eigentlich ein ziemliches Gefrickel. Deswegen haben wir das in der Regel dann bei anderen ausgelagert, beispielsweise Strato oder sowas. Und dann wird das darüber integriert. Also wir haben hier tatsächlich ansonsten den Rest der Groupware schon auf der Nextcloud. Also von daher. Genau. Wenn du dann nochmal weitere Fragen haben solltest, am Sonntag, glaube ich, einer der letzten Vorträge, wird einer zum Linux-Arbeitsplatz sein. Vielleicht könnt ihr dich da auch nochmal interessieren. Da bin ich auch nochmal kurz auf das Thema eingegangen. Genau. Dann nächste Frage. Habt ihr Tipps für Bücher, wenn man tiefer in Linux eintauchen will? Also das einzige wirkliche Buch, was mir so einfällt, ist Linux, das umfassende Handbuch von Michael Kofler. Das gilt so ein bisschen so als die Standardwerk. Also ist auch relativ umfangreich und das deckt alles Mögliche ab. Also Desktop-Systeme, Server, alles Mögliche und also so ganz allgemein, ohne jetzt ein Themengebiet vorzugeben, würde ich sagen, das kann man sich immer noch mal antun, wenn man denn ein Buch haben möchte. Und ich gucke gerade mal. Gewicht 2400 Gramm, Seitenanzahl 1410. Genau. Also da steht eine Menge drin und das gibt es auch nicht erst seit gestern, 18. Auflage, immer wieder aktualisiert. Also von daher. Tatsächlich in diesem Monat schon erschienen, vor wenigen Tagen. Ja, ach, das ich habe geht? nämlich die vorhergehende oder die vorletzte Version, nur nicht mehr hier, sondern auf Arbeit stehen. Ich habe gerade bei mir im Regal geguckt, aber. Stark, stark. Okay, cool. Ja.
Da haben wir es, ne? So ein Schinken. Ich muss sagen, wenn ihr darin nicht lesen wollt, dann eignen die sich auch hervorragend als Ablage für den Bildschirm. Also könnt ihr den Bildschirm draufstellen. Oder Türstopper, es geht auch sehr, sehr gut tatsächlich. Ja. Ich habe mir so ein SEO-Buch mal gekauft für die Suchmaschinenoptimierung. Da stand es im Vorwort drin. Ja. Das ist wahrscheinlich mehr Nutzen, als Türstopper bei den meisten Unternehmen hat. Wie hoch ist das Buch? Also ich meine, was für eine Bildschirmhöhe kann man dadurch zusätzlich erreichen? Ja, so deine 15 Zentimeter kriegst du schon hin, ja. Okay, nicht schlecht. Also das ist auch ganz wichtig. Das lohnt sich. Also ja, so man kann sogar noch was lernen oder als Türstopper benutzen. Ne? Nee, aber das Buch wird sehr, sehr gut sein. Also ich selber kenne es nicht, aber du kennst es ja. Oder ihr beide kennt es ja, ja. Von daher. Genau, cool. Dann Hauke, oder? Nee, Hauke war gerade eben. Du wärst. Ach, meine Güte, ich bin aber jemand. So, hallo, was haltet ihr von Immutable Distros mit Flatpaks? Ich denke, für Einsteiger ist das doch am einfachsten, was die Fedora Serblu fragt, John J. McKay. Ich würde mal direkt am Anfang darauf antworten. Ich halte davon erstmal wenig, vor allen Dingen als Einsteiger. Natürlich, in der Theorie ist das super einfach. Du hast nur ein App-Center, kannst du nur verschiedene Sachen installieren und das war's. Aber in der Regel wollen dann doch schon viele Nutzer dann irgendwas nochmal zusätzlich installieren, was nicht in diesen Flatpaks mit drin ist. Und dann könnte das schon etwas schwieriger werden. Aber da haben wir tatsächlich auch spannende Vorträge und auch eine Podiumsdiskussion genau um dieses Thema. Die ist morgen, ich schaue mal schnell nach, wann sie genau ist. Die ist morgen um 14.45 Uhr. Also unbedingt, wenn euch dieses neuartige Linux-Thema interessiert, unbedingt einschalten. Genau, ja. Von daher würde ich sagen, gehen wir direkt zur nächsten, außer ich wollte ja noch was zusätzlich reinbringen. Ich würde auch sagen, der Ansatz ist für Anfänger ungeeignet, weil es dann doch eine gewisse Komplexität hat, die ein Anfänger vermutlich nicht überblicken kann durch diese Immutable-Geschichte mit diesen ganzen abgeschotteten Anwendungen. Absolut. Hätte ich jetzt gesagt. Also das ist leider der falsche Ansatz für Anfänger. Aber was vielleicht für Anfänger gut wäre, gibt es eine Linkliste bzw. ein Wiki für absolute Linux-Anfänger, so eine Art Schweizer Taschenmesser. Linux Guides Forum Ubuntu-Users würde mir sofort einfallen. Ja. Ubuntu-Users.de, absolut. Und so ein bisschen, also das auf jeden Fall. Und ich würde tatsächlich noch mal reinbringen, eine Playlist auf YouTube, der Linux-Grundkurs. Das ist so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser auch, würde ich sagen. Oder da lernt man tatsächlich sehr, sehr viele Grundlagen rund um Linux. Hier ist es, nicht Terminal Crash Course, da, Linux Grundkurs, das allererste sogar. Sehr zu empfehlen, die Playlist. Dort lernt ihr eigentlich erstmal alles Wichtige. Ansonsten Ubuntu-Users, ganz klar. Und wenn ihr nochmal speziellere Fragen habt, mittlerweile gibt es aber auch viele Anleitungen, dann auch das Linux Guides Forum, auch tatsächlich sehr hilfreich. Ja. Jo, gut. Nächster, ne? Dann genau. Bin ich, glaube ich, wieder, ne? Mhm. Was wäre eurer Meinung nach für Linux die beste Alternative zu Microsoft Exchange Server in Kombination mit MS Outlook? Open Exchange vielleicht? Ich weiß es nicht, habe ich nie benutzt. Beste Alternative zu Exchange Server in Kombination mit Outlook, MS Outlook. Die Frage ist, was willst du genau machen? Also willst du Outlook und Exchange Server, ich sag mal, beerdigen? Dann beim Microsoft Exchange, wahrscheinlich dieses Open Exchange, könnte tatsächlich eine relativ gute Alternative sein. Das heißt tatsächlich nur Exchange, glaube ich, OX oder sowas. Genau, Open Exchange. Das ist eine komplette, ich sag mal, Lösung, All-in-One-Lösung, sage ich mal, für hauptsächlich Mail und Groupware vielleicht auch nochmal. Also habe ich mir auch schon mal im Zuge des Linux-Arbeitsplatzes angeschaut. Bis jetzt ist das noch nicht so weiter vorgedrungen. Ist aber da tatsächlich eigentlich eine ziemlich gute Alternative, würde ich sagen. Das würde ich wahrscheinlich nehmen. Und MS Outlook, beziehungsweise als E-Mail-Client. Ich kann immer wieder nur Thunderbird empfehlen, auch wenn man am Anfang vielleicht ein bisschen einrichten muss. Nutzt ihr wahrscheinlich auch, oder? Thunderbird. Hm, ja, genau. Genau, cool. Noch was anderes, also ein Kollege hat früher Zarafa gemacht, also das ersetzt vieles davon auch. Und der Nachfolger davon scheint wohl Copano zu sein, was ich allerdings nie in der Hand gehabt habe und wo ich jetzt auch keinen habe, der gesagt hat, hier, das ist toll oder so. Vielleicht das auch nochmal mit angucken, vielleicht ist das wirklich eine tolle Sache.
Da können wir uns mal privat drüber unterhalten. Es hat so seine Schwächen in der Bedienung. Ich nutze das dienstlich. Manchmal ärgere ich mich. Da könnte man ja einen Tuxflash zu machen. Oh ja. Oh ja. Aber nebenbei, nicht morgen. Wobei, morgen haben wir da schon ein Thema, noch nicht so zu 100%ig, oder? Ich weiß es gar nicht. Müsste ich in meinen Plan schauen. Micha hatte was vorgeschlagen und keiner hat aktiv Nein gesagt. Also von daher bleibst du dabei. Von daher bleibst du dabei. Okay. Ja, wir haben auch tatsächlich einen Podcast, den wir alle 2 Wochen machen und jetzt tatsächlich morgen auch eine Live-Aufnahme bei den Talkstagen. Das ist dann ab Abend ab 18 Uhr. Genau. Gut. Exakt. Wie vergrößere ich die Festplatte in einer virtuellen Maschine, in VirtualBox, nachträglich, ohne alles neu zu installieren, schreibt Anonymous. Frage, also ich muss sagen, ich selber habe es, wenn überhaupt nur einmal gemacht, kann man relativ einfach eine VDI-Datei vergrößern in VirtualBox? Geht das? Wisst ihr das? Also ich meine, oder wisst ihr das genauso wenig wie ich? Kann man das machen? Na, also auf der Kommandozeile habe ich sowas mal gemacht. Ja, ich probiere es einfach mal aus. Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass ich über KVM, über die Library das gemacht habe im Terminal. Ich habe erst VDI zum RAW konvertiert, die RAW dann größer gemacht und dann wieder zurückkonvertiert. Ja, also es geht sogar relativ gut. Wir gehen hier auf Datei, Werkzeuge und dann virtuelle Medien. Dann findet ihr hier alle eure Medien, wählt die jeweilige Festplatte aus. Die sollte ich vielleicht mal löschen. Dann kann man hier tatsächlich an dem Regler ziehen und das einfach größer machen. Beispielsweise kann ich das jetzt auf 10 GB vergrößern und dann ist das jetzt 10 GB groß. Dann ist das Gerät, sage ich, erstmal größer geworden. Dann würde ich aber, wenn du ein Linux Mint in der virtuellen Maschine installiert hast oder ein anderes Linux, dann mit einem Live-USB-Stick da drauf gehen und dann dort die Festplatte vergrößern über diesen Live-USB-Stick. Weil im Laufe oder Installations-ISO. Genau, Installations-ISO. Ne? Macht es einfacher, denke ich. Die Installationsdatei. Ne? Einfach noch damit hochstarten, dann in die Partitionsverwaltung gehen, entweder gparted oder Laufwerke oder Disks heißt es. Da kann man das dann auch vergrößern. Und dann sollte man, ich glaube, beim Vergrößern sollte man, glaube ich, keine Probleme mit dem Booten oder mit dem Starten des Rechners danach haben. Eventuell könnte man da nochmal den Bootloader oder den Startmedien, ich sag mal den Bootloader am Ende, aktualisieren. Dazu habe ich auch nochmal ein Video gemacht. Ich glaube, das ist eventuell sogar im Grundkurs drin. Ansonsten heißt es grob reparieren. das ist quasi genau das. Genau. Ist schon 6 Jahre alt, meine Güte. Könnte mal geupdatet werden, sozusagen. In der Tat, möchte ich mir eigentlich nicht mehr anschauen. Naja, wir gucken mal weiter. Hallo Hauke, hallo Jean, hallo Michael. Wird es mit dem Spiel von Halloween auf Linux Guides weitergehen bei euch? Eventuell irgendwann mal. Aber ich würde das jetzt, glaube ich, gar nicht so weiter ausformulieren. Weil wir haben noch ganz viele Fragen vor uns. Ja. Ich würde sagen, wir schauen, dass wir so viel wie möglich nochmal abarbeiten. Genau. So, dann. Hier geht es ja mehr ab. Sehr cool. Ich suche eine, die stabil und sicher ist und wo ich am besten alles machen kann und die auch noch super aussieht. Haha, willkommen bei... Nein, ich bin Webdesigner und möchte vom Design überzeugt werden. Ja, kommt drauf an, was für ein Design man mag, ne? Also das ist ja ein weites Feld. Vielleicht, keine Ahnung, Garuda hat ein sehr... Also ein sehr Design, vielleicht ist es genau das... Also Design ist ein weites Feld, ne? Was man auch immer mag, ne? Also genau, ich würde das ist auch erstmal gar nicht so, Also wenn du da wirklich auf Design hauptsächlich gehst, Garuda Linux wird es wahrscheinlich sein. Wo haben wir es denn hier? Da ist es einmal. Das wäre die Nummer 1, die du vielleicht mal anschauen könntest. Die ist aber sehr, sehr speziell vom Thema her. Ne? Genau, also das wäre was, wo mir das Stichwort Design sehr ins Auge fällt. Vielleicht nicht unbedingt im positiven System, aber das im positiven Bereich, aber es ist sehr designed. Hm. Also, wenn man absolut. Aber Zorn da kürzt OS? Sich schon wieder Stabilität raus. Ja, Das stimmt. Zorn OS, Pop OS, kannst du dir mal anschauen. Das sieht eigentlich auch, designtechnisch, keine Ahnung, nur viele finden das schick. Hört man auch direkt meine Meinung daraus. Elementary OS könnte vielleicht auch mal eine Idee sein.
Das sieht auch sehr, sehr schick aus, sage ich mal, auf seine eigene Art und Weise. Und ich hätte mal das ganz klassische Ubuntu genommen. Ob eines von den Sachen. Da haben wir leider gar keinen Screenshot gerade. Genau. Es gibt auch noch Ubuntu Studio. Was für die Webseite geeignet ist, groß? Hm? Weiß ich nicht, aber würde sicher auch gehen. Ne? So, schauen wir hier mal. Ja, so ungefähr sieht das aus. Genau. Also die stabil unsicher ist, dann streich mal Garuda raus. Also da habe ich von vielen leider immer mal wieder schlechte Nachrichten gehört. Auch von einem gute, muss man sagen, aber verhältnismäßig von vielen auch schlechte Nachrichten. Nur die Stabilität von Garuda. Gibt es eine einfache Möglichkeit, den Bootloader zu ändern? Also wenn zum Beispiel Windows nicht mehr erscheint und ich also Windows wieder booten möchte, vielen Dank, schreibt Manfred. Es gibt dafür den Group Customizer. Den kannst du dir mal anschauen. Änderst du die Startreihenfolge und andere Einstellungen im Start- und Gruppenmenü. Ich glaube, das wäre dein Video. Genau. Hättet ihr da noch zusätzlich was? Nö, das klingt gut. Nö, das wäre die einfachste UI ansonsten halt direkt über die Config-Files. Okay. Habe bisher mein System über Clonezilla gesichert. Gutes Tool, aber man muss höllisch aufpassen. Unter Ubuntu 22.4 gibt es Laufwerke. Ich wähle neues Laufwerk aus und bin ich leider raus. Und wer dann nach der Größe gefragt? Welche Größe ist gemeint? Größe der Systemplatte? Gute Frage, ich benutze das Tool nicht. Ich bin auch schon raus aus der Fragestellung. Ich wähle ein neues Laufwerk aus und werde nach der Größe gefragt, welche Größe ist gemeint, Größe der Systemplatte. Dieses Laufwerke. Kann man neues damit Laufwerk aus, okay. Dinge duplizieren? Also von einer internen Platte auf eine USB-Platte? Das kann man auf jeden Fall. Ich glaube, das geht. Das müsste man sich nochmal genauer anschauen. Also ich lese auch nicht zu 100% deine Frage raus, was du genau jetzt machen möchtest. Ja, aber klar, Clonezilla ist, also generell das Klonen von Festplatten, würde ich sagen, ist schon eher sehr advanced, sage ich mal. Also ich habe es bis jetzt auch ganz selten gebraucht, bin ich ehrlich, aber ja. Also das Blöde daran ist ja, wenn man an einer Stelle falsch abgebogen ist in diesem Fragendialog, die nacheinander kommen, man kann dann nicht zurückgehen. Und dann muss man quasi nochmal von vorne anfangen. Im blödesten Falle einmal den Rechner neu starten und dann wieder komplett von vorne anfangen. Also ja, es ist ein Profi-Tool. Absolut. Gut, dann würde ich sagen, Hauke, du bist, oder? Jo, hallo ihr zwei, drei, wie auch immer. Hallo ihr zwei, Nextcloud mit Dev oder unter Docker installieren. Achso, ob man Docker über Debian oder Quatsch. Nee, wie man Nextcloud installiert. Wahrscheinlich, ne? Wie man Nextcloud installiert. Ob als Docker-Container oder eben klassisch mit Dev, also Webserver PHP oder MySQL. Also ich bin persönlich der Typ bei Produktivsystemen eigentlich fast immer die EB-Variante, also das Herkömmliche, also ganz mit einem ganz normalen LAMP-Server und nicht Docker. Aber wir haben jetzt die Tuxtage Cloud unter Docker laufen, richtig? Und ich habe alles unter Docker laufen. Ja. Hey, Docker ist meiner Meinung nach stabil genug und man tut sich eigentlich damit einen Gefallen, dass man relativ schnell die zusammenspielenden Komponenten dort austauschen kann. Ja. Warum mit Wayland mein FPS hat sich verdoppelt? Heute das Deutsch, ne? Sind meine FPS in Videogames abhängig vom Wayland-Kompositor von der Implementierung? Das kann schon sein, das kann verschiedene Inkompatibilitäten beziehungsweise verschiedene Implementierungen der Treiberanbindung, würde ich mal sagen, oder der Anbindung zwischen Kernel und Compositor, kann schon sein, dass sich das verwechselt, also dass sich das ändert. Also doppelte FPS ist schon krass. Ich habe das Gefühl, dass da schon fast mehr dahinter steckt oder wirklich irgendwas sonst im Argen war zuvor.
Aber also es kann schon sein, dass es da manchmal Unterschiede gibt. Aber ich hätte sie nicht so groß eingeschätzt. Ich gehe mal davon aus, dass da noch irgendwas anderes im Busch war. Also ich habe gerade, also weil wir das ja höchstwahrscheinlich auch morgen im Tuxflash als Thema haben, Wayland, habe ich da mal geguckt, Foronix hat Benchmarks gemacht, wie die Unterschiede in der, also wie viel FPS man unter Xorg und Wayland hat bei verschiedenen Spielen. Und das war eher ein sehr geringer Unterschied. Also vielleicht so, also die hatten richtig abgefahrene Spiele. Ich glaube, die hatten irgendwie 600 FPS oder so irgendwas. Also es waren so richtige bombastische Zahlen und da war nachher der Unterschied so bei 10 oder so. Also die Unterschiede sind relativ gering zwischen beiden Varianten. Also von daher ist das also eine Verdopplung erstmal sonderbar. Keine Ahnung, vielleicht hat Xorg ein Treiberproblem, dass das irgendwie gebremst wird. Oder was vielleicht auch sein kann, ist, dass es überhaupt keinen Xorg-Treiber gibt. Also das gibt ja den Mesa-Treiber für 3D-Grafiken und so. Und der hat einen Software-Modus, dass er vielleicht da in Software-Modus zurückgefallen ist, dass die 3D-Grafik nicht auf der GPU, der Grafikkarte, berechnet wird, sondern vielleicht auf der CPU. Also ansonsten so eine Verdopplung wäre bombastisch. Ja. Freu dich. Einfach nur freuen. Doppelte FPS. Hätte ich auch gern. Wer nicht. So, dann liest der Michael mal das von Michael vor. Wenn ich zum Beispiel Mint oder PopOS installiere auf D, wie weiß ich beim Installieren, ob das das richtige Laufwerk, ob es das richtige Laufwerk D ist, da es ja anders als in Windows benannt wird. Wie unterscheide ich den vorhandenen Laufwerken? Ich habe Angst, C Windows durch Versehen zu löschen. Darum geht es. Man sieht es doch eigentlich in der Installation in dem Partitionierungstool, was vorher drauf ist. Man sieht doch, dass es dann sogar in Windows ist. Ich glaube, die meisten Installer unter, wie heißt der neue Flutter, sagen doch sogar schon, dass das eine Windows-Installation ist. Also Verwechslungsgefahr ist. Ja, ich hätte vielleicht sogar noch mal einen einfachen Tipp. Schau, dass du unter dem Windows die Festplatte D, also die Partition D in der Partitionierungsverwaltung, in der Partitionsverwaltung, dass du die einfach löscht, dass du da das einfach rausnimmst, weil dann erkennt der Installer nämlich den freien Speicherplatz und dann installiert es in der Regel darauf auf. Und dann sparst du dir den ganzen Spaß, wie erkenne ich das jetzt, hau dir das unter dem Windows einfach unter Festplattenpartition erstellen, haben wir heute auch gezeigt oder auch im Crashkurs-Video oder so. Genau, schau, dass du da die Festplatte entweder oder diese Partition löscht, diese Partition D, in diesem Festplattenpartitionsprogramm unter Windows und dann stellt sich da die Frage gar nicht mehr. Dann Hauke. Da wäre ich schon wieder. Welche Linux-Distribution kannst du langfristig empfehlen? Da ich deinen Kanal schon länger verfolge, hast du mehrere Distributionen schon für Einsteiger empfohlen. Und du hast ja viel Erfahrung. Ich möchte aber nicht auf drei verschiedenen arbeiten. Und zuletzt bist du ja auf Debian umgestiegen. Ich. Ist so die Sache. Schon mehrere Distributionen für Einsteiger empfohlen. Du hast ja viel Erfahrung. Ich weiß gar nicht, welche ich sonst noch empfohlen habe. Also, gute Frage. Also, nimm Linux Mint, damit wirst du auch in den nächsten 5 Jahren super glücklich sein, sage ich mal. Und ganz klar, man möchte natürlich nicht auf drei verschiedenen arbeiten. Ich bin auf Debian hauptsächlich umgestiegen, weil zu dem Zeitpunkt Linux Mint meine Hardware nicht wollte. Mittlerweile würde das Ganze wieder wollen. Ich steige da jetzt aber nicht aktuell wieder drauf um auf Linux Mint, einfach weil mein System gerade funktioniert und ich es nicht nochmal neu installieren möchte. Das ist ganz einfach dieser Fall. Ansonsten nutze ich bei eigentlich allen anderen Systemen immer noch Linux Mint. Das hatte vielleicht auch nochmal andere Gründe, warum ich darüber gewechselt bin, um einfach auch für euch tatsächlich zu checken, empfehle ich eigentlich noch das richtige System für Einsteiger, Linux Mint. Und das hat sich dann in dem Fall mit Ja herausgestellt. Ja. Wer aber natürlich ein bisschen Abenteuer haben möchte und wer einfach Bock darauf hat, der kann auch gerne Debian nutzen. Für den Einsteiger würde ich es nicht empfehlen. Genau. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mit der nächsten Frage und das bin ich dann, glaube ich. Welches Zwei-Faktor-Authentifizierungstool oder App empfiehlst du für Linux-Geräte?
Ich selber habe tatsächlich kein Zwei-Faktor-Authentifizierungstool auf Linux direkt laufen, aber ich glaube, da gibt es eins unter dem FlatHub. Das müsste der GNOME Authenticator sein, meine ich. Lass ich mal schauen, ob ich das finde. Habt ihr das? Also wenn das jetzt bloß um diese zeitbasierten Codes geht, das ist ja, also wie die berechnet werden, ist ja allgemein bekannt und das ist in verschiedenen Programmen implementiert. Zum Beispiel auch in KeyPassXC, da kann man diese TOTP-Dinger auch konfigurieren und sich dann in meinen Code schicken lassen. Also KeyPass würde auch gehen. Cool. Dann würde ich sagen, machen wir weiter, oder? Ja. Genau. Es gibt ja das Programm NVIDIA GeForce Experience, wo man sich anmeldet, installiert und hat da die aktuellsten Treiber für Gragas. Funktioniert das in Linux, weil das wichtig ist für aktuelle Games? Nein, also das NVIDIA GeForce Experience funktioniert nicht. Es gibt von die Distributionsrepositories, wo meistens immer ein leicht veralteter NVIDIA-Grafikkartentreiber drin ist. Es sei denn, man benutzt Arch Linux oder Arch Linux basierte Derivate, die ziehen damit immer ziemlich gleich. Nur ist zu bemerken, dass die Linux-Treiber eh immer den Windows-Treibern hinterherhängen. Und bei NVIDIA teilweise ist es ja auch so, dass man eventuell sogar lieber einen älteren Treiber haben möchte, weil manchmal in den neuesten NVIDIA irgendwas nicht funktioniert oder so. Und man kann unter vielen Distributionen auch hin und her springen. Also man kann den älteren installieren oder den neuesten, je nachdem, wie man es denn gerade braucht. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es eigentlich ganz gut. NVIDIA habe ich jetzt in einigen Geräten drin und das funktioniert auch, Linux Mint als Basis dabei. Oder auch Debian, also es läuft eigentlich ganz gut. Gut, dann mache ich das nächste wieder, ne? Welche Standards sollten eurer Meinung nach in der Linux-Welt eingeführt werden, da läuft es weg, damit es auch distributionsübergreifend für Neueinsteiger nicht so chaotisch wirkt? Welche Standards? Also wir haben tatsächlich schon einige Standards, distributionsübergreifend, und das ist nämlich das nebenbei sehr coole Tasse, Hauke. Free Desktop, das ist eigentlich ein Projekt, was den was Linux standardisiert. Versucht, alle Desktop-Oberflächen einzufassen, und da gibt es tatsächlich auch schon viele Sachen, die dann tatsächlich direkt laufen. Beispielsweise, wir haben eine Standardisierung von Ordnern oder der Ordnerstruktur, wir haben eine Standardisierung von Datei-Öffnen-Dialoge und sowas in der Regel, dass man da tatsächlich halt eben nicht dieses komplette Chaos hat, sondern nur ein halbes, sage ich mal. Kommt natürlich immer auch auf die Implementierung an und das Projekt, man muss halt natürlich schauen, dass man sich in Standards nicht, ich sag mal, zu sehr einzwängt, aber trotzdem noch eine hohe Kompatibilität schafft, und meiner Ansicht nach macht das Free Desktop Projekt eigentlich ziemlich gut, und von daher gibt es tatsächlich das im Hintergrund. Die meisten wissen das gar nicht. Jetzt ist er weg. Bin ich wieder da? Wer ist jetzt da weg? Okay, gut. Jean-Claude. Hoppala. Solange das Kabel noch steckt. Wie fangen wir das denn jetzt einmal auf? Indem wir einfach weitermachen. Dann machen wir einfach das nächste. Ich muss nur gerade die Frage. So. Jetzt habe ich leider nicht mitgescrollt. Okay, sonst kann ich auch schnell. Wenn du weißt, wo wir waren, dann bitte. Hallo ihr drei, ich bin eurem Tutorial zur Serversicherheit gefolgt und wollte die Anmeldung per Key machen, funktioniert aber nicht. Ich möchte 3 PCs-Geräte mit einem Server verbinden. Ich habe 3 verschiedene Keys mit 3 verschiedenen Namen angegeben, konnte mich aber mit keinem beziehungsweise beim zweiten, mal gucken, geht es noch weiter? Nee. So, also grundlegend mit diesen Schlüsseln, der Client, also SSH, der verwendet erstmal diese Standard, also man kann beliebig viele dazu
generieren Schlüssel und für verschiedene Zwecke auch in irgendeinem Verzeichnis ablegen. Aber dem SSH-Client muss man denn sagen, verwende nicht den Standardschlüssel, sondern einen anderen über einen Parameter minus i, glaube ich, ne? Genau, minus i, dann gibst du den an. Explizit das Identity-File. Ansonsten kann man auch über eine Konfigurationsdatei festlegen, mit der, also der Host XY, mit dem ich mich verbinden möchte, der nimmt aber eine andere Key-File als standardmäßig. Das kann man noch per Hand konfigurieren. Aber standardmäßig wird eine Standarddatei ID-RSA oder ID-EDC-Dingsbumster, diese elliptischen Kurven, Dingsbumse. Achso, ja, habe ich aber auch nicht im Kopf. Nee. Genau. Ja, dann machen wir einfach weiter, ne? Oder? Genau, ich hoffe, ich habe das jetzt gefunden. Hallo zusammen, tolle Veranstaltung. Frage 1. Ich suche ein Programm zum Editieren, Sichern des Telefonbuches auf GSM-SIM-Karten. USB-Leser sind vorhanden. Zweite Frage, Programm zum PDFs zusammenführen, teilen, drehen, bitte mit grafischer Oberfläche bearbeiten, des Inhalts nicht wichtig, thanks für den Input. Zur ersten Frage kann ich nichts beantworten, habe ich leider überhaupt keinen Berührungs- und Bezugspunkt. Ja, wüsste ich jetzt auch nicht. Mit irgendwas musste ich mich mal rumschlagen, da hatten sie USB-UMTS Sticks, um bei einer Firewall Notruf-SMS auszuschicken, wenn irgendwas zusammenbricht. Das ist so die einzige Berührung, die ich in die Richtung habe. Das war irgendwie ein bisschen blöd. Also es gab irgendwie ein Kommandozeilenprogramm, damit man diesen UMTS-Stick umstellen konnte vom USB-Datenmodus. Also das Ding verhält sich erstmal wie so ein USB-Stick und man muss ihn auf so einen Modem-Modus umstellen. Vielleicht kann man darüber auch solche Sachen machen irgendwie, dass dieses Tool sowas auch mit abbildet irgendwie. Ich weiß es nicht. Vielleicht komme ich auch noch irgendwie auf den Namen davon, aber von daher würde ich sagen, das zweite PDF-SAM fällt mir da ein und PDF-Arranger. Das sind so die zwei. Das wären Programme, die du wirklich klassisch installierst. Ansonsten hätte ich Server-Anwendung, das Sterling-PDF. Das nutze ich, also das läuft auf dem Server. Ich kann es über den Browser eben genau diese Funktionen, die dort beschrieben sind und einige mehr einfach ausführen und kriege dann das Ergebnis wieder zurück. Das ist ganz praktisch. Mach mal, denke ich mal, die nächste. Ja, würde ich. Also, ja, das Festplatte vergrößern. Genau. Ach so, genau. Ja, sehr guter Hinweis. Dann, was haltet ihr von Turnkey Linux mit vorinstallierter Software, zum Beispiel für Proxmox LXC? Sind die eher für den Test gedacht oder kann man die ohne Bedenken für Produktivsysteme nutzen, wegen Sicherheit, Updates und so weiter? Ich habe gesehen, dass es sowas gibt bei Proxmox, dass man die nachinstallieren kann. Und da ist ja eine ganze Menge vorkonfiguriertes Zeugs bei. Aber ich habe das nie ausprobiert. Hast du es mal? Bitte. Ich habe die Anwendung mal so ausprobiert. Man kommt zum Ziel, nur wegen Sicherheit und Updates. Also Updates und kann man einspielen. Aber dann direkte Upgrades, da wird es schwierig, aber das ist bei jeder Software eigentlich so. Alles, was man upgradet, wird dann ein wenig frickelig mitunter. Sicherheit, ja, man hat es nicht gebaut, man weiß nicht so hundertprozentig, was Turnkey da gemacht hat, aber ich glaube, die Doku ist sehr, sehr detailliert und gut. Ich glaube, da sind sogar die Bildprozesse drin. Aber so tief war ich da nicht drin. Kann man mal bestimmt benutzen. Produktiv muss man dann selber entscheiden. Also man muss dann für sich selber ein bisschen recherchieren und dann für sich entscheiden. Also Bedenken sollte man eh immer haben, wenn irgendwas fertig ist. Ja. Doch, von daher würde ich sagen, weiter, ne? Was sind sogenannte Meta-Distributions
zum Beispiel Bedrock Linux kenne ich gar nicht den Begriff. Jetzt wird es schwierig. Ah, da ist er wieder. Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe eine kurze Pause gebraucht, wisst ihr doch. Weißt du vielleicht, was sogenannte Metadistributionen, ich kriege das jetzt ich nicht. Hätte jetzt mal Ubuntu, Debian, Arch, sowas gesagt. Ja, wie zum Beispiel Bedrock Linux, ich sag mir gar nichts. Mir auch nicht, bin ich ehrlich. Wie mach die erstmal weiter, ich brauche noch ein bisschen. Da, wo die Feuersteins lesen? Heißt das nicht auch irgendwie so? Egal. Ja, kann ich dir jetzt so nicht sagen. Schade. Man kann dort einiges zusammenmischen von anderen Distributionen. Debian Stable Core Utils könnte man sich zusammenmischen. Arch Linux Cutting Edge Kernel und Void Run Init System. Okay, also kann ich nicht zu sagen. Wusste ich bis dato oder bis gerade eben noch gar nicht, dass man sowas machen kann, aber kann ich nichts zu sagen. Ubuntu, es gibt so ein Rolling Release Ubuntu, das habe ich mir sogar mal angeguckt in so einem Video. Und da gibt es einen Paketmanager, sodass man von anderen Distributionen auch Pakete nachinstallieren kann. Also Ubuntu Basis und da kann man Arch-Pakete installieren. Und das klappt irgendwie sogar erstaunlich gut. Also ich habe es nicht sofort kaputt gekriegt. Das will schon was heißen. Normalerweise fliegt mir sowas um die Ohren, wenn ich es ausprobiere. Dass es vielleicht in die Richtung geht. Die Frage ist, ob man sowas, also als Spielwiese vielleicht durchaus interessant, aber wenn da jetzt was von abhängt, würde ich da eher die Finger von lassen. Ja. Also, ja. Da bin ich deiner Meinung. Kann man mal auf den To-Do-Stapel zum Ausprobieren nehmen, aber naja. Springen wir mal zum nächsten, würde ich sagen. Hallo Hauke, hallo Hauke, Micha, Jean, hallo Niklas. Ihr drei könntet mal zusammen GNU-VOC machen. Wie sieht es mit Gaming unter Linux aus? Welche Distro? Tipps für Einsteiger und Empfehlungen? Wir haben das Gaming-Thema ja schon so ein bisschen gehabt. Welche Distro ich für Game, also wenn ihr wirklich da Hardcore-Gamer seid, dann empfehle ich immer persönlich PopOS, weil die ziemlich aktuelle Treiber, Hardware-Treiber auch mitbringen, auch für die Grafikkarte und so weiter. Und den Kernel ziehen sie mit. Ne? Den Kernel auch. Ne? Von daher würde ich das eher hauptsächlich empfehlen. Ansonsten ist es eigentlich egal, würde ich sagen. Also du kannst auch mit dem Debian oder Linux Mint oder Garuda eigentlich ziemlich gut spielen. Jo. Genau. Ja, und können wir zu dritt GNU-VC machen? Wir können es bestimmt, aber es passt meistens nicht von der Zeit. Ja, war sehr, sehr cool. Was ist denn jetzt überhaupt für ein Wochentag? Der nächste 1. April. Ein Montag. Ein Montag, schon mal gucken. Mal schauen. Ist ja noch ein bisschen hin. Ja. Dann steige ich einfach wieder mit ein. Ne? Also ich war quasi nie weg. ich habe keine Abneigung, den Terminal zu verwenden, weil ich das interessant finde. Bin für alles offen. Was ist die beste Distribution für den Terminal? Dann würde ich sagen Arch Linux und go for it, oder? Arch Linux ohne Desktop-Environment. Dann musst du den Terminal benutzen. Mit i3, ne? Oder sowas als, gar als nicht. Oberfläche? Oder Svelte? Einfach oder gar nicht. Einfach blank, dann musst du das Terminal benutzen. Einfach blank. Ja, ansonsten kannst du aber auch jedes andere Linux im Terminal gut verwenden, aber Arch Linux zwingt dich ganz häufig dazu, sage ich mal. Also zwingen, aber man schafft am meisten unter Arch Linux im Terminal, sagen wir es so. Ja. Genau. Wir haben ja auch noch 3 Minuten, oder? Dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine Blitzfragerunde. Das heißt, 10 Sekunden für eine Antwort. Ich rush einfach mal durch mit der ersten, dann rusht ihr jeweils mit der anderen durch. Schönen guten Abend. Ich habe eine Frage an Hauke. Dann nutzt du noch den ARM64 Proxmox? Also Proxmox gibt es gar nicht für ARM64. Doch, haben wir doch mal gemacht. Hatte ich doch mal hier. Wir haben mal einen ARM64 oder den Raspberry Pi in einem Proxmox
Pimox hieß so das Projekt. Ach ja, dieses nicht offizielle, ja. Ja, ja, nee, kurze Antwort, nein. Inzwischen macht der Raspberry Pi was anderes. Okay, super cool. Dann nächste Frage. Micha, mach du doch mal. Habt ihr denn schon den Fingerabdrucksensor in Linux im Einsatz? Und welchen nutzt ihr? Ich zum Beispiel habe keinen Fingerabdrucksensor. Ja, ich also auch nicht. Die meisten unterstützen das tatsächlich auch nicht. Die meisten Distributionen, dass man das wirklich gut nutzen kann, sage ich mal. Ich glaube, genau, also, du kannst. Mag sein, dass ich hier irgendwo sowas drin habe, ich benutze es nicht und ich finde Biometrie eigentlich auch eher eine dumme Idee zur Absicherung. Ja, gut. Absolut. Nächstes Thema. Gut. Hallo ihr drei, gibt es eine Webseite oder eine Auflistung für Hardware, die man für Hardware benutzen kann? Zum Beispiel ein neues Mainboard Intel mit 13.000 CPU mit DDR5 und so weiter. Hatten wir letztes auch schon mal in einem normalen Fragestream. Es gibt verschiedene Seiten, die listen das. Ich glaube, Hauke, vielleicht weißt du sie ja. Also ich bemühe wirklich eine Suchmaschine. Also ich habe das Weihnachtsvideo vom letzten Jahr, was ich gemacht habe, wo ich wirklich mal gucke, wie ich sowas durchgehe. Also ich gucke mir erst grob ein Gerät aus, was ich haben möchte. Dann hole ich mir das Datenblatt vom Hersteller. Da sollte eigentlich draufstehen, welche einzelnen Chips verbaut sind. Und dann füttere ich eine Suchmaschine einmal mit dem Namen, also in dem Fall hier jetzt vom Mainboard, keine Ahnung, MSI, irgendwas, wie das Ding heißt. Und Zusatz mit Linux dazu. Normalerweise kriegt man, wenn es schon, also wenn es nicht sofort aus der Fabrik gefallen ist, Hinweis, ob das funktioniert oder nicht. Und dann die einzelnen Chips vielleicht durchgucken. Und dann hat man eine ganz gute Richtung, ob das schon unterstützt wird oder nicht. Also das ist so, wie ich das mache. Es gibt spezialisierte Webseiten, die sowas mal gemacht haben. Aber die sind meistens nicht so aktuell oder da sind nicht alle Dinge bei, sodass meine Lieblingshardware vielleicht gar nicht aufgelistet ist. Also von daher verwende ich wirklich hier eine Suchmaschine mit dem, was ich haben möchte. Ja, da würde ich sagen, gehen wir direkt zur nächsten Frage. Partitionsprobleme gelöst, super. PDF Eraser, ist das ein Windows-Shareware-Programm oder habe ich was nicht verstanden? PDF Eraser? Arranger heißt das. Arranger, PDF Arranger. Das findet ihr auch unter FlatHub. FlatHub oder einfach in der Anwendungsverwaltung. Ganz einfach. Hier heißt es. Hier ist das Ding. Ist keine Shareware, ist Open Source. Kann man relativ gut nutzen. Und Nutux kennen wir nicht. Ja, ich glaube, das passt eher in den normalen Fragestream, wenn wir uns das nur mal ein bisschen genauer anschauen. Ich glaube nicht, dass es unbedingt das für Einsteiger ist. Dann bedanke ich mich tatsächlich ganz, ganz herzlich für eure Zeit. Schön, dass ihr mit dabei wart. Micha, ich glaube, das einzigste Mal vor der Kamera bei den Tux-Tagen, oder? Nee, doch morgen beim Fuchsflash. Ja, und letztes Jahr war ich auch ganz oft mit dabei. Sehr cool. Ja, cool, cool. Nee, aber ich meine dieses Mal, ne? Also dieses Mal bist du nicht so häufig mit dabei, ne? Aber dann ja, man muss ja nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Das stimmt. Ja, absolut. Nee, ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Bedanke mich bei euch Zuschauern, dass tatsächlich so viele schöne Fragen reinkamen und ich hoffe, wir konnten ein bisschen Klarheit schaffen und ein bisschen weiterhelfen. Dann geht es gleich direkt über in den Gaming-Abend. Dort werden wir einfach mal, also zwei relativ bekannte Spiele unter Linux spielen. Einmal Super Tux Card. Dort werden wir uns in wenigen Minuten hier wieder zurückmelden. Der Stream wird eine ganz kurze Unterbrechung haben. Und dann geht es mit Super Tuxcard los und ab 19 Uhr, beziehungsweise 19:15 Uhr, mal schauen, wann wir dann anfangen, geht es dann mit 0AD los. Das ist ein Strategiespiel, wo wir dann tatsächlich drei sehr, sehr spannende Spiele vor uns haben. Und da freue ich mich tatsächlich sehr. Und was sage ich, Micha? Klar, du bist ja jetzt auch noch mit dabei beim Kommentieren. Du auch, Hauke, ne? Also ich bin. Nein, ich mache eine Stunde Pause. Dafür springt jemand anders ein, der wahrscheinlich schon mit den Hufen scharrt. Und kleiner Hinweis aus der Regie noch, wir sollen noch auf dieses 3D-Gelände mal aufmerksam machen. Was ist denn dieses 3D-Gelände?
Was ist dieses 3D-Gelände? Vielen, vielen Dank, Regie. Ihr findet das Ganze auf tuxtage.de. Hier könnt ihr beitreten. Am Ende, wir können das nochmal ganz, ganz kurz uns anschauen. Live, sage ich mal. Dort kann man tatsächlich ja mit anderen Linux-Menschen in Kontakt treten. Wir haben hier eine eigene Welt gebaut, die vom letzten Jahr kennen das ja sogar auch schon vielleicht nochmal. Und das Ganze haben wir jetzt ein bisschen angepasst. Ich sage hier mal blockieren, dass ich möchte jetzt hier nicht irgendwie groß was zeigen, beziehungsweise hier irgendwas reden. Dann haben wir hier hinten ein Labyrinth vorbereitet mit ganz, ganz schweren Linux-Fragen. Solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Lohnt sich auf jeden Fall sehr. Und man kann tatsächlich auch in das Gebäude da hinten reinlaufen, dann über die jeweiligen Klingelschilder, nenne ich es jetzt einfach mal. Und ansonsten natürlich die ganze Welt hier erkunden. Schaut euch das gerne an. Ist das Wochenende über live und online. Und wir werden da auch morgen noch mal ein bisschen mehr genau drauf schauen. Und wer weiß, vielleicht gehen wir da noch mal nach dem Gaming-Turnier hier noch mal rein und lassen den Abend einfach schön ausklingen. Wir sind ja eben eine reine Online-Veranstaltung. Von daher versuchen wir da so ein bisschen, doch mehr Interaktion zu schaffen als nur über die Chats. Und vielleicht lernst du ja jemanden Neuen aus der Linux-Community kennen. Genau, das wäre es soweit gewesen. Ich wünsche euch jetzt soweit erstmal einen schönen Abend, kurzfristig, weil gleich sind wir wieder da, dann zur Gaming-Nacht mit SuperTuxCard erstmal. Wird tatsächlich schön spannend dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin, macht es gut. Und tschüss. Bis dann.